the line where you shouldn't step yeah, over. Exactly. Yeah, exactly. Yeah. To not disturb the root system, yeah. Maybe we should make it even larger, but I don't know. Yeah, yeah, because no one knows how no, exactly. far it reaches, yeah. Die älteste Fichte hat eine Art flaches Gebüsch gebildet, das wie ein Teppich ein einzelnes Stämmchen umrahmt. Alles zusammen gehört zu einem Baum, dessen Wurzelholz mit radioaktivem Kohlenstoff nach der C14-Methode untersucht wurde. Die Untersuchung ergab ein schier unglaubliches Alter von 9550 Jahren. Die einzelnen Triebe waren jünger. Doch diese Neuaustriebe der letzten Jahrhunderte wurden nicht als eigene Bäume gewertet, sondern als Teil des Ganzen. Schließlich sorgte die Wurzel für das Überleben des Organismus, hatte starke Klimaschwankungen überstanden und immer wieder neue Stämme getrieben. In ihr waren die Erfahrungen von Jahrtausenden gespeichert, die ihr das Überleben bis zum heutigen Tage ermöglicht hatten. Guten Morgen. Heute bin ich bei Oltiko, dem ältesten Baum der Welt, fast 10.000 Jahre alt. Und das macht mich demütig. Macht mich demütig, weil Natur so langlebig ist und Bäume so viel aushalten. Mehrere Klimawandel hat diese kleine Fichte schon ausgehalten. Sie hat unheimlich viel erlebt. Das Einzige, was sie nicht verträgt, ist eine Motorsäge. Eine häufige Fehleinschätzung gibt es zum Aussehen europäischer Urwälder. Vielfach wird vermutet, die Landschaft würde verbuschen und es würde sich undurchdringliches Gehölz entwickeln. Reservate, in denen seit über 100 Jahren kein Mensch mehr Hand angelegt hat, beweisen aber das Gegenteil. Urwälder sind grundsätzlich sehr gut zu begehen. Es sind lediglich hier und da am Boden einige dicke, abgestorbene Stämme zu sehen. Innerhalb eines Menschenlebens sind wenige Veränderungen zu bemerken. Schutzgebiete, in denen sich Kultur zu Urwäldern entwickeln dürfen, beruhigen also die Natur. Ja, yeah, that's a fatty, isn't it? Tja. Reden sich über hunderte von Kilometern hinweg gleichzeitig zum Blühen. Der Mutterbaum verbindet sich mit dem Kleinen und ernährt ihn mit. Aber man kann regelrecht sagen, der wird gestillt. Bäume sind keine Holzproduktionsmaschinen. Es handelt sich um fühlende Wesen. Wenn Sie was für den Wald tun wollen, können Sie es unterlassen, dort rumzusägen. Wenn wir Naturschutz machen, schützen wir nicht die Natur. Wir schützen uns selber. Natürliche Wälder sind Superorganismen. In einer Handvoll Walderde stecken mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. Die Natur können wir gar nicht kaputt machen. Die wird sich immer wieder erholen. Der Wald kommt zurück. Es wäre nur schön, wenn wir dann noch da sind.